Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Honigmann-Nachrichten vom 22. Mai 2014 mit der Nummer 349. Welt. Beim Stichwort Calciumversorgung denken die meisten sofort an Milch, Käse, Quark und Joghurt. Doch steckt Calcium nicht nur in Milchprodukten. So fragen viele Menschen, ob man seinen Calciumbedarf nicht auch ganz ohne Milch decken kann. Man kann. Calciumreiche Lebensmittel, deren Calcium sehr gut resorbiert wird, gibt es auch im Pflanzenbereich. Die Bioverfügbarkeit des Milchkalziums ist tatsächlich nicht übel, soll bei etwa 30% liegen. Bei anderen pflanzlichen Lebensmitteln aber ist die Bioverfügbarkeit des Calciums sehr gut, mindestens ebenso gut wie jene aus Milchprodukten, wenn nicht gar besser. Zu den veganen Lebensmitteln mit besonders hoher Calcium-Bioverfügbarkeit gehören Brokkoli, Grünkohl, sämtliche Kopfkohlarten und Chinakohl. Hohe Calcium-Bioverfügbarkeit dieser Gemüse, jene von Brokkoli bei ca. 60%, von Pak Choi bei 50%, von Grünkohl bei 49%. Welt. Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel werden von den Medien in letzter Zeit immer öfter in ein schlechtes Licht gerückt, sind scheinbar nicht nur völlig unnötig, sondern sogar gefährlich. Kein Wunder, denn die meisten dieser angeblich gesunden Pillen werden künstlich hergestellt, haben mit gesunden, natürlichen Vitaminen nichts mehr zu tun. Das wird oft vergessen. Und das machen leider viele ältere Leute und kaufen sich diese Magnesiumpräparate, weil sie denken, ihre Knochen werden damit beweglicher. Leider. Viele Menschen bekommen heutzutage gesunde Ernährung und stressigen Tagesablauf nicht mehr geregelt. Daher greifen immer mehr zu Vitamin- und Mineralstoffpräparaten. Doch kann unser Körper das überhaupt verwerten? Die herkömmlichen Nahrungsergänzungen bestehen meistens aus synthetisch hergestellten Vitaminen und isolierten Mineralstoffen und Spurenelementen. Der Mensch hat sich jedoch über Millionen von Jahren an die Verdauung von natürlicher Nahrung angepasst, seinen Stoffwechsel auf natürliche Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente eingestellt. Unser Körper kann daher zwischen natürlichen und künstlichen Stoffen unterscheiden. Darum haben natürliche Mittel so gut wie keine Nebenwirkungen, wohingegen künstliche Vitaminpräparate krank machen können. Bitte selber weiterlesen. North Carolina. Das sogenannte Energiemodernisierungsgesetz sieht Haftstrafen von bis zu mehreren Monaten vor für die Weitergabe vertraulicher Informationen. Nach diesem Gesetz können Ölfördergesellschaften von Rettungskräften und Ärzten die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung verlangen. Feuerwehrleute und Notärzte dürfen sich noch nicht einmal mit ihren Kollegen darüber unterhalten, welche Erfahrungen sie bei ihren Hilfseinsätzen mit den beim Fracking verwendeten Chemikalien gemacht haben. Washington. Ein pensionierter Colonel der amerikanischen Armee und viele seiner 30 Millionen Gleichgesinnten fordern die Absetzung Obamas und anderer Mitglieder der VS-Regierung. Colonel Riley, Gründer von Operation Amerikanischer Frühling, sagte, dass Milizionäre und Patrioten in die Hauptstadt Washington kommen sollen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Die Gruppe, die von der Tea Party ins Leben gerufen wurde, sieht eine Verletzung der von den Gründern des Landes festgelegten Grundsätze in der Verfassung der VSA. New York City. Der CEO von BlackRock, Fink, sagte während einer Konferenz, dass der Immobilienmarkt schlimmer dasteht als vor der Krise. Die Zahl fauler Kredite liegt heute in den VSA um ein Vierfaches über dem historischen Durchschnitt. München, Welt. Der Goldpreis tritt seit Wochen auf der Stelle. Mancher Goldanleger ist verunsichert. Immer weiter steigende Staatsschulden, eine geopolitische Krise folgt auf die nächste. Hat Gold als Krisenwährung ausgedient? Eindeutig nein, sagte der Geschäftsführer beim Münchner Edelmetallhändler Pro Aurum Schmidt im Rahmen eines aktuellen Interviews. Zu erkennen sei dies am Verhalten von strategischen Investoren, besonders im asiatischen Raum. Durch zuverlässige Informationen unserer Produzenten ist nachgewiesen, dass in Asien sehr hohe Kapazitäten an Gold und Silber für die kommenden Jahre geordert sind. Was wir derzeit erleben, ist eine kurzfristige Entspannung.
Mexiko, Washington. Ein Bericht mit dem Titel »Hat NAFTA Mexiko geholfen?« Eine Bewertung nach 20 Jahren ist unlängst von dem in Washington ansässigen Center of Economic and Policy Research veröffentlicht worden. Die Analyse belegt langsames Wachstum, stagnierende Löhne, keinerlei Erfolge bei der Armutsbekämpfung. Buenos Aires, Córdoba. Eine Studie der argentinischen Stiftung für Umweltschutz hat aufgedeckt, dass die Bewohner der Gemeinde Malvinas durch landwirtschaftliche Spritzmittel schwer geschädigt worden sind. Neue Impulse für Proteste gegen Monsanto. Libyen. Knapp 3 Jahre nach der durch die NATO herbeigebombten Befreiung Libyens herrscht dort weiter Chaos. Bei einem Angriff auf das Parlament in Tripolis wurden Sonntagabend 2 Menschen getötet, mehr als 50 verletzt, hieß es in einer Erklärung des Innenministeriums. Zeitgleich soll ein Luftwaffenstützpunkt östlich von Tripolis attackiert worden sein. Am Montag wurde aus Benghazi ein Raketenbeschuss gemeldet. Israel, Berlin. Manche Tage müssen für Merkel ätzend sein. Nicht nur manche, hoffentlich bald jeder. Noch hat sie den Krieg um die Ukraine für die USA nicht gewonnen. Da zerren die Israelis an ihren zarten Nerven. Die wollen 3 nagelneue Korvetten für ihre Marine haben, am liebsten nichts oder wenn, dann nur wenig zahlen. Es geht, sagt die Waffenindustrie, um rund 1 Milliarde Euro. Keine Waffenentspannungsgebiete. Dieser schöne Satz sollte auf dem Klopapier stehen, das der Bundessicherheitsrat benutzt. Jenes geheimtagende Gremium, das den Waffenexport kontrollieren soll, sich aber eher als Marketingagentur für die deutsche Rüstungsindustrie versteht. Tokio. Ein japanisches Gericht hat die Wiederinbetriebnahme eines Atomkraftwerks in Tokio verboten. Nach Fukushima wurden alle Kernkraftwerke aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. China, Russland. Die ersten russischen Gaslieferungen nach China im Rahmen des 30-jährigen Vertrages können laut Russlands Energieminister Nowak in 4 bis 6 Jahren beginnen. Nach seinen Worten rechnet Russland dabei mit einem Vorschuss der chinesischen Seite, der bis zu 25 Milliarden Dollar betragen kann. Die Entscheidung liegt bei den Chinesen. China, Moskau. Langsam aber sicher nagen außenpolitische Fehltritte, überschrittene rote Linien oder wirtschaftliche Fragilität an der US-Dollar-Hegemonie. VTB, eine der größten russischen Banken, hat einen Vertrag mit der Bank of China abgeschlossen, mit dem der Zahlungsausgleich bei Investmentbanking, Interbankkrediten, Handelsfinanzierung, Kapitalmarkttransaktionen in heimischer Währung unter Umgehung des US-Dollars vereinbart wurde. Und das wurde höchste Zeit. Das haben sie von ihren Sanktionen. Kiew. Die Ukraine, die seit Monaten Gaslieferungen aus Russland nicht bezahlt, rechnet damit, dass Russland in diesem Monat 3,4 Milliarden Kubikmeter Gas liefert, rund ein Viertel mehr als im April. Im April haben wir zwischen 2,5 und 3 Milliarden Kubikmeter bezogen, sagte der stellvertretende Energieminister Didenko zu Journalisten. Nach der Menge gefragt, mit der die Ukraine im Mai rechnet, antwortete der Minister 3,4 Milliarden Kubikmeter. Donetsk. Nach dem Vorbild der Rätedemokratien Anfang des 20. Jahrhunderts machen die Beauftragten der Volksrepublik Donetsk ernst, fangen jetzt an, die Kapitaloligarchen zu enteignen, die sich der Revolution im Osten entgegenstellten. RIA spricht von Nationalisierung wichtiger Schlüsselbetriebe der Region. Da die Volksrepubliken aber relativ klein sind, sollte man besser von Dezentralisierung und Überführung in Gemeinschaftseigentum sprechen. Kiew. Der ukrainische Putschisten-Regierungschef Jastsenyuk hat EU-Kommission und führende EU-Repräsentanten aufgefordert, das ukrainische Pipeline-Netz und Untergrundgasspeicher unter Beteiligung von VS-Investoren zu modernisieren. Mir bleibt da wirklich manchmal schon die Spucke weg. Zu modernisieren und zu betreiben. Ja, genau das ist ja das Ziel. Alles, was dort ist, einheimsen. Washington, Schwarzes Meer. Angesichts der Ukraine-Krise entsenden die USA erneut ein Kriegsschiff ins Schwarze Meer. Der Kreuzer Vela Gulf
werde voraussichtlich noch diese Woche in der Region eintreffen, sagte Pentagon-Sprecher Kirby am Dienstag. Aha, nun ist der Schachzug aber klug, von unserem Wladimir Putin dann noch zu fragen, wie weit er sich zurückziehen soll in seinem eigenen Land. Nicht schlecht. Brüssel. Die NATO ändert ihre Strategie. Russland wird künftig wieder als potenzieller Aggressor gesehen. NATO-Chefilein Rasmussen forderte daher die Aufrüstung in den NATO-Staaten, eine neue Doktrin für das Bündnis. Ja, ja, was anderes kennen sie ja nicht, außer Krieg. Kanada. Einem Bericht des britischen Guardian zufolge hat der britische Thronfolger Prinz Charles den russischen Präsidenten Putin mit Adolf Hitler verglichen. Mhm, ausgerechnet Charles, der eigene Bruder, der nicht König wurde, weil er eventuell ein freundschaftliches Verhältnis zu Adolf Hitler hatte? Schon komisch. In einem Gespräch mit einer Veteranin des Zweiten Weltkriegs habe er erklärt, und jetzt macht Putin einfach ungefähr das gleiche wie Hitler. Brüssel. EU-Kommissionspräsident Barroso mahnte Russland, seine Gaslieferverträge mit EU und Ukraine einzuhalten. In einem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Brief Krummnase Barrosos an Präsident Putin hieß es, solange die Preisverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der EU liefen, sollte der Gasfluss nicht unterbrochen werden. Das bestimmt er wohl. Die Ukraine wirft Russland vor, übertriebene Preisforderungen zu stellen. Ja, sollen sie ihre Schulden bezahlen. Das ist nun mal so. Griechenland. In einem Interview mit der österreichischen Zeitung Die Presse brachte der Leiter des Deutschen Instituts für Weltwirtschaft, Scheide, die Ansicht zum Ausdruck, dass es für Griechenland sicher einen weiteren Schuldenerlass geben muss. Ein Land wie Griechenland vermag eine öffentliche Verschuldung von fast 170% des Bruttoinlandsprodukts nicht zu tragen. Es ergibt keinen Sinn, dass die Griechen sie alleine zu tragen versuchen. Aha, auch wieder interessant. EU-Deutschland. Sonntag ist Europawahl. Welch Kraus. Jeder sollte die desaströse EU-Politik der letzten Jahre abwählen. Noch immer wird dem Wähler, dem Bürger, vieles verschwiegen. Zum Beispiel die Gefahr eines flächendeckenden Bürgerkriegs in Europa und Deutschland. Nach der Arabellion in den nordafrikanischen Staaten könnte eine Eurobellion die gesamte EU erfassen. Die Regierungen sind bereits darauf vorbereitet. Nur sagen ihnen das die Politiker nicht. Ich aber schon. Der aktuelle Ukraine-Konflikt zeigt uns, dass ein Frieden niemals garantiert ist. Direkt vor unserer Haustür in der Eurozone gärt es. In Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich gehen die Menschen auf die Straße, um gegen die zerstörerische Politik in der EU zu demonstrieren, die ihnen ihre Menschenwürde raubt, den sozialen Frieden zerstört, Vermögen enteignet und so weiter. Was geschieht tatsächlich, wenn es in Deutschland und Europa zu einem Bürgerkrieg kommt? Mit welchen Mitteln schlägt die Politik zurück, um das Volk zu bekämpfen? Sie tun ja schon einiges, denke ich nur an Herrn Steinmeier. Die Pläne dazu existieren schon längst. Das Szenario dazu ist mehr als erschreckend. Nun warten wir mal noch die Bilderberger Konferenz ab und dann wird's ganz bunt hier. Berlin. Nein, bei dem Mann auf dem Podium handelt es sich nicht um Goebbels. Es ist der deutsche Bundesaußenminister Steinmeier, der hat die Friedensaktivisten auf dem Platz übelst beschimpft. Der sollte sich was schämen, der Mann, was der so rausbringt. An Aggressivität ist er kaum zu übertreffen. So rief er den Protestierenden mit hochrotem Kopf zu, ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wohl wahr, die Leute haben schon überlegt. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Sie zeigen ihr wahres Gesicht. Ist ja sehr interessant. Über das Video habe ich mich köstlich amüsiert. Sie zeigen ihr Gesicht. Daraufhin folgten weitere wüste Beschimpfungen. Deutschland. Die etablierten Medien schießen zurück. Die Befehlshaber, die zu der NATO-Politik stehen, wollen verhindern, dass zu viele Menschen wach werden. Die übliche Waffe ist, die Organisatoren von Veranstaltungen zu diskreditieren, die Impulse gegen die Macht geben. Heute sind es die Montagsdemo-Veranstalter und Unterstützer, die demontiert werden sollen. Na, das wird alles noch hochinteressant. Deutschland.
Dienstag haben wir nach dem Punkt gefragt, ab dem sich bei manchen oder den meisten Deutschen Leidensfähigkeit in Handlung übersetzt. Das heißt, ab wann sie denken, sie müssten etwas an einem Missstand ändern. Einige Reaktionen auf dieses Post haben wieder mal gezeigt, warum man mit manchen Deutschen so ziemlich alles machen kann. Und das sage ich schon lange. Wie lange lässt sich das Volk noch so demütigen? Das ist nur noch eine Demütigung. Es ist zum Haare ausraufen. Wann immer in Deutschland ein Missstand aufgezeigt wird, der mit Fakten belegt ist, entsprechend nicht weggeredet werden kann, dann dauert es nicht lange. Die Diskussion wird über affektiv geladene Inhalte geführt, die mit dem Missstand nur mittelbar, wenn überhaupt was zu tun haben. Wir haben schon mit unserer Theorie der Diffamierungsspirale gezeigt, wie einfach es ist, in Deutschland eine Diskussion von den Fakten, über die diskutiert werden muss oder sollte sogar, loszulösen und mit affektiven Inhalten zu füllen. Bitte selber vertiefen. Meerbusch, Deutschland. Kurzmeldungen wenige Tage vor der Europawahl. Während in anderen Ländern Werbespots für Aufregung sorgen, hat eine Umfrageplattform herausgefunden, wie viel die Deutschen für die Errungenschaften der EU zahlen würden. Das ist auch so ein Hämmerchen. 61 Euro im Jahr. Also uns haben sie da wahrscheinlich nicht gefragt. Nicht eine müde Mark. So das Ergebnis einer YouGov-Umfrage für die Change-Centre-Stiftung. Männer würden fast doppelt so viel auf den Tisch legen wie Frauen. 80 Euro zu 43. Die 14- bis 25-Jährigen 97 Euro pro Jahr. Ja, wahrscheinlich dann Sponsoren von Oma und Opa. Bei der Befragung sollten sich Bürger vorstellen, sie müssten etwa für den Wegfall der Grenzkontrollen oder für das Recht auf Wohnung und Arbeit in allen EU-Ländern eine Gebühr zahlen. Wie lächerlich. Wie lächerlich sie versuchen, das Volk von den Tatsachen abzubringen. Die gute Nachricht. Heute Morgen joggte ich entlang einer Plakatwand mit folgender Frage. Was werden Sie heute ändern, um es morgen besser zu machen? Gute Frage. Es sind hauptsächlich unsere Gedanken, Worte und Werke, die unsere Zukunft bestimmen. Was also tun? Geld spenden an eine Hilfsorganisation, klar. Für Drittweltkinder, für unsere eigenen Kinder sowieso nicht. Oder einen Finanzkurs machen, um eine gut bezahlte Stelle zu landen. Oder Bioprodukteanbau, dabei das Chemtrail-Gift zu ignorieren, das sie unfruchtbar macht und so weiter. Nichts davon. Erinnerung daran. Gott, gib uns die Gnade, mit Gelassenheit die Dinge zu akzeptieren, die nicht geändert werden können. Mut, die Dinge zu ändern, die geändert werden sollten. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wie war? Reinhold Niebuhr. So, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich, wie immer, fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Es verbleibt mit besten Grüßen, eure Conny von der Redaktion der honigmannsauch.wordpress.com und tschüss.